So, grüß dich miteinander. Servus, Habitäre. Ja, was haben wir heute vor? Ich bin's übrigens da hinten. Ja, was haben wir heute vor? Ich habe heute einen Haufen Material dabei. Das Wetter ist einigermaßen okay. Wir haben zwar eine ziemliche Bewölkung, wir haben immerhin 20 Grad. Es ist eigentlich auch gerade ein recht schöner Tag zum Arbeiten, finde ich. Das geht sich eigentlich ganz gut aus. Ja, aber genau, was haben wir vor? Ich will halt auf jeden Fall die nächste Varroa-Behandlung starten, und zwar mit dem Ruby OX Vernebler. Habe ich mir auch sehr, sehr lange Gedanken dazu gemacht, aber vielleicht gehe ich darauf nochmal ein bisschen ein, also später dann. Ansonsten machen wir nochmal eine ganz schnelle Durchsicht. Ich habe mittlerweile Folge Nummer 3 seit 4 Tagen hier stehe. Genau, die erste Varroa-Behandlung mit dem OX-Vernebler habe ich eben am Mittwoch gemacht. Heute ist Samstag, also 4 Tage später. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was wir halt sonst noch machen. Ich gehe mit euch nachher auf jeden Fall nur die Varroa-Windeln durch, einfach mal zum Schauen, ob schon irgendwas gefallen ist oder nicht, wie es da aktuell ausschaut. Grundsätzlich zu meinen Völkern, die ich jetzt hier am Stand habe, ich habe einen relativ kleinen Ableger, der sitzt gerade mal auf 3, 4 Waben, also eingeschiedet. Das ist der ganz vorderste, eben mit einer Zarge. Die anderen beiden, also der mittlere, der ist jetzt eben seit Mittwoch hier am Stand. Da gehen die Grüße raus an den Oskar. Servus. Genau, das habe ich eben am Mittwoch gleich noch umlogiert, quasi aus der alten Beute vom Oskar raus und dann quasi in meine umgesiedelt. Habe da gleich ein bisschen die Wabenkontrolle gemacht und ein bisschen sortiert. Quasi alles, was am Brut war, unten in die erste Zarge rein. Und alles, was irgendwie Futter, Nektar, irgendwie teilweise schon verdeckeltes Futter war, alles nach oben. Momentan ist da auch noch das Absperrgitter drin. Und das dritte Volk quasi ganz vorne, das ist jetzt schon seit ja, 4 Wochen circa hier. 3, 4 Wochen, 3 Wochen, sowas in dem Dreh. Und genau, eben an allen 3 Völkern habe ich eben vor 4 Tagen die erste OX-Vernebelung vollzogen. Genau, wie gesagt, ich erzähle euch nachher noch ein bisschen was zu dem Vernebler an sich. Auch warum ich mich dafür entschieden habe. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und bis gleich. So, genau, also jetzt zeige ich euch nur schnell, was ich heute alles dabei habe. Wie gesagt, heute wirklich viel Material am Start. Ich drehe die Kamera mal schnell um. Also, wir haben hier die Kiste Nummer 1, da habe ich ein bisschen Werkzeug drin und Futterzarge bzw. Futtereinsatz Nummer 1. Dann habe ich hier natürlich mein ganzes Imkerzeug, Smoker, mein Schleier, diverse Handschuhe. Hier übrigens auch mal Futterzaug, das ist eigentlich ganz cool, weil, beziehungsweise Futtertasche ist ja das. Das nutze ich so ein bisschen als Organizer. Dann geht es hier weiter. Da habe ich quasi den UX-Vernebler. Dann habe ich da noch so eine externe Powerstation. Maske, Handschuhe, ein bisschen was zum Sauermachen, ein destilliertes Wasser, wieder Werkzeug. Und da habe ich, wie gesagt, mein Futter, was heute eigentlich nach der Behandlung eingefuttert werden soll. Und da habe ich noch ein bisschen ja, Schrauben und anderes Material, weil wir nämlich heute auch noch ein bisschen schauen wollen. Ich möchte hier quasi an meinem Stand das Dach ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, dass quasi dann über den Winter der ganze Spaß hier ein bisschen besser geschützt ist. Genau. Das ist der Plan. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Alles klar, oh gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Varroa-Windeln an. Und genau, dafür habe ich schon mal Telefon in der Hand und dann schauen wir mal, was wir so finden. Also da habe ich auf jeden Fall eine gefunden. Wo war es jetzt? Da liegt eine. Das hier. Das hier ist auf jeden Fall eine. So. Sauermacher durch ist dann anschließend. Schauen wir das erstmal wieder rein. Ah, da haben wir eine Wespe auf der Windel und eine Ameise.
schauen wir mal, wie es dem anderen Volk geht. Was du hast. Naja, hier auf jeden Fall, hier sind schon mal zwei drauf. Da haben wir auch noch eine. Ja, ganz klein. Ja, da sind schon ein paar drauf, da sind auch einige. Hier, zip, zip, zip. Okay. Na gut, die genaue Auszählung mache ich dann anschließend, aber da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf als bei dem Volk Nummer 3. Aber das war mir fast klar. Ich meine, wenn die noch nicht behandelt wurden, also erst nochmal rein. Schaue ich mir da nochmal in Ruhe an. Jetzt habe ich euch wieder da drauf. Handy machen wir jetzt erstmal aus. Gut, also was machen wir als nächstes? Ihr seht es selber, erstens mal muss ich meine Ladies hier loben, die sind schon wieder mega entspannt eigentlich. Also die lassen sie hier überhaupt nicht stören von meiner Anwesenheit. Genau, also wir zählen jetzt nochmal in Ruhe die Varroa-Schubladen und machen dann kurz eine Analyse. Dann zähle ich das ganze Zeug zusammen, dann mache ich die sauber, dann kommen die wieder rein. Und dann schauen wir, wie gesagt, das ist jetzt wieder ein bisschen bewölkter. Vorher war es jetzt gerade wieder richtig schön sonnig. Jetzt geht hier auch ein bisschen mehr Flugbetrieb los, habe ich so das Gefühl. Genau, und dann werden wir mit Varroa-Behandlung Nummer 2 starten. Vielleicht mache ich das ja erst später am Tag, dass ich euch nachher nochmal mit reinnehme. Aber das sehen wir gleich. Ich möchte, dass da möglichst viele von den Mädels daheim sind. Genau. So, jetzt zählen wir uns die mal durch. Von Volk Nummer 3, das ist das erste. Okay, also wir haben zwei hier auf Volk Nummer 3 gehabt. Ich gleich mal aufschreiben hier. Gut, dann haben wir. Da ist schon wieder diese Webs drauf. Das gibt es ja nicht. Hoffentlich frisst die mir nicht alles runter. So, okay, also. Dann gehe ich mich wieder neben euch. Ist das okay? Gut, also Volk Nummer 2. Das ist jetzt eben das Neue vom Oscar. Okay, und ich habe jetzt sicher zwei vergessen, also runden wir mal auf 30 auf. 30, heute ist Samstag, Mittwoch habe ich es rein, also sagen wir mal 3-4 Tage. Das heißt, ja, wenn wir jetzt mal auf 3 Tage rechnen, auf jeden Fall 10 pro Tag, eigentlich auf 4 Tage sind wir bei 6, 12, 18, 24, 7, 7, 7, 14, 21, 28, ja bei 7 oder 8 Stück pro Tag, oder? Machen wir mal 8 Stück pro Tag. 8 Stück pro Tag. Okay. Das ist aber, meine ich, auch noch okay. Ich meine, wir haben die Behandlung ja gemacht am Mittwoch. Das war die erste. Und seitdem sind knapp 30 Varroen gefallen. So, interessant wird es jetzt eigentlich bei der zweiten Behandlung. Wenn wir jetzt die Windel wieder reintun, komplett frisch, und heute die Behandlung machen, wie es dann ausschaut, was dann fällt. Aber wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, dieses mittlere Volk, wo ich jetzt auch die Windel raus habe, war noch nicht behandelt. Also da war, hat mir Oskar auch gemeint, da war weder, also er hat einfach keine Behandlung gemacht, Punkt aus. So, ich habe das unbehandelt übernommen. Von dem her finde ich es gar nicht so schlecht. Eine Varroa in 4 Tagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt. Machen wir auch wieder sauber. Damit können wir, glaube ich, zufrieden sein. Also, alle drei Schubladen durchgeschaut. Ich finde, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt eben bei Volk Nummer 3 haben wir jetzt 2 Stück gefunden.
Bei dem hier, bei dem komplett unbehandelten Volk, was ich auch unbehandelt übernommen habe, waren es jetzt 30. Und bei Volk Nummer 1, das ist das kleine hier vorne, hat man jetzt eine gefunden. Wenn wir jetzt so ein bisschen davon ausgehen, dass vielleicht auch irgendein Wesp oder irgendeine Ameise sich die ein oder andere Barrohe vielleicht schon wegschnabuliert hat, dann waren es vielleicht bei Volk 3, 5 und bei Volk 1 dann halt auch nochmal irgendwie 3 oder sowas. Aber ich bin der Meinung, eine gefallene Varroe bei Volk 3 und Volk 1 pro Tag, weil wie gesagt, vor 4 Tagen habe ich die Windeln frisch rein, ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Und Volk 2, wie gesagt, komplett unbehandelt übernommen. Da war auch nichts mit vorheriger Milchsäurebehandlung. Also das hat jetzt bei mir die erste Behandlung gekriegt vor 4 Tagen. Und da haben wir jetzt eben 30 Stück gefunden. Ja. Also es sind circa 8 gefallen pro Tag. Gut, soweit, so gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in die Varroa-Behandlung Nummer 2 mit dem UX-Vernebler. So, jetzt mal ein paar Worte zu dem UX-Vernebler. Also, wir haben hier den Ruby UX-Vernebler in der Version 2.0. Wie gesagt, das ist jetzt schon offen. Ich habe eben die erste Behandlung vor 4 Tagen gemacht. Lief eigentlich auch soweit ganz gut. Warum habe ich mich dafür entschieden? Eigentlich, ja, relativ einfacher Grund. Ich habe halt nur in Anführungszeichen 3 bzw. 4 Völker. Das eine steht noch auf dem Lehrbienenstand und da muss ich mal schauen, wie da die Behandlung gemacht wird. Auf dem Lehrbienenstand verfolgen es eigentlich die Philosophie, das Ganze mit Ameisensäure zu machen. Ich meine, es führen da wirklich viele Wege nach Rom. Und am Ende des Tages muss halt jeder für sich selbst entscheiden, welcher der richtige Weg für einen ist. Und wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, weil ich gehört habe, ja, dass das anscheinend die schonendste Variante der Varroa-Behandlung oder der Varroa-Bekämpfung ist. Ja. Ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich mir halt anschaue, ich habe auch ein paar Videos gesehen, eben von anderen Kollegen, wo teilweise durch Ameisensäure halt der Rasen vorm Flugloch direkt verbrannt ist und sich eben die Bienen halt gegenseitig irgendwie Flügel oder sonstiges ausreißen. Mir ist bewusst, das Ganze muss getan werden. Die Varroa ist einfach ein Viech, was dir halt den Volk über den Winter, also oder beziehungsweise wenn der Druck zu hoch wird einfach auch dahin rafft und am Ende des Tages ist es dann auch so, meine Meinung, klar, wenn die Ameisensäure dafür sorgt, dass dann das Volk am Ende überlebt und man ein neues Bienenjahr damit anfangen kann, dann ist es halt auch irgendwo legitim. Aber wie gesagt, es ist jedem sich selbst überlassen, wie er das macht. Ich habe mich eben für den Ruby UX-Vernebler entschieden. Weil Verdampfen ist in Deutschland verboten. In Österreich, soweit ich weiß, darf man es machen. In Deutschland eben nicht. Das ist keine zugelassene Variante. Vernebeln darf man allerdings. Das Ganze schaut folgendermaßen aus. Also wie gesagt, kommt in dieser Verpackung. Ich mache es mal hier so auf. Wir haben so einen Schlauch dabei, ja, der quasi dann oben über einen Zugang ins Bienenvolk eingeführt wird. Zeige ich euch nachher gleich, wie ich das mache. Dann haben wir das Gerät selber. Da muss man jetzt leider eins sagen. Das ist quasi die Verdampfungskammer hier oben. Also da kommt dann der Dampf raus. Das ist das Oberteil. Und das hier ist das Unterteil. Ich stelle es mal kurz auf die Seite. Das ist das Unterteil. Wird hier vorne geregelt. Ja, on-off. Zum Vernebeln komplett auf Vollgas schalten. Hat hier so einen Trockenlaufschutz drin, also quasi hat hier so einen Schwimmer, der quasi durch die Flüssigkeit dann auch umgedrückt wird. Da unten mit der Membran wird das Ganze dann verdampft oder nicht verdampft, Entschuldigung, vernebelt. Genau, steigt dann quasi, es wird dann hier so aufgesetzt, steigt dann hier auf und wird dann über den Schlauch, der hier oben dann so rankommt, in das Volk gebracht. Ein Punkt muss ich sagen, hier diese Verschlüsse, da hätte sich der Hersteller tatsächlich ein bisschen mehr überlegen können, weil das ist ein ziemliches Plastikgraffe, wenn ich das mal so sagen darf. Also hier auf der Seite passt es schon,
Und auf der Seite, ja, das ist quasi direkt so bei mir angekommen. Also quasi schon kaputt. Das ist hier einfach direkt an diesem Ding abgerissen. Man muss allerdings dazu sagen, vielen Dank da an den Hersteller. Ich war mit ihm in Kontakt. Er schickt mir da ein neues Set, also dass ich das austauschen kann. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Nur da habe ich auch gesagt, hey, vielleicht in der Version 3.0, dass euch da vielleicht ein bisschen stabilere Varianten ausdenkt. Nur ein Tipp. Genau, auf jeden Fall wird es dann so eingehängt. Man braucht natürlich Strom für das ganze Spiel. Ja. Ich habe mir dafür so eine Powerstation organisiert. Das kostet ein paar Mark 50, aber das Ganze geht natürlich auch über einen Wechselrichter und dann kann man es auch über eine Batterie betreiben. Also 12 Volt Batterie, Wechselrichter dran, der das Ganze dir auf 230 Volt AC wandelt und dann kann man das Ganze quasi auch so betreiben. Was ist noch dabei? Wir haben hier eine Bedienungsanleitung, einmal genau Arbeitssicherheit und Wartung und Reinigung des ganzen Ding, des ganzen Dingens. Und wir haben hier noch so einen Adapter für den Schlauch, wenn der ganze Spaß dann hier so drin steckt. Kann man es dann quasi hier über einen, ja, über eine Bienenflucht oder sowas einfach oben auflegen und fertig. So, ich zeige euch jetzt noch kurz die Varianten, die ich jetzt verwende, um das Ganze quasi auf mein Volk, also quasi das Nebel oder den Nebel quasi in mein Volk einzubringen. Einen Moment. So, also welche Varianten habe ich jetzt genutzt, um quasi hier meine Behandlung zu machen? Zum einen kann man das hier mit so einer Bienenflucht machen. Normalerweise ist hier in dem Deckel die Bienenflucht, wird einfach oben aufgesetzt. Dafür ist dann dieser Adapter da. Ja, den packe ich hier so drauf. Dann kommt hier, Moment, eins muss ich noch schnell machen. Dieser Schlauch ist natürlich auch flexibel. So, den kann man hier so ausziehen. Dann packe ich das hier so drauf. Pack das da so drauf, auf meine Zarge und go for it. Also Variante Nummer 1. Ja. Und Variante Nummer 2, so wie ich jetzt quasi die erste Behandlung gemacht habe, ist jetzt hier mit so einem Fütterer. Ja, auch oben auf die Zarge. Dann ist das hier so einer mit einem dezentralen Aufstieg. Ich packe das Ding hier weg. Und dann kann ich hier direkt den Schlauch im Endeffekt reinhängen. Und dann funktioniert das genauso gut. Handschuhe geht's nicht, muss man mit der Nase machen. Also, wir haben hier genau die Oxalsäure. Das ist eigentlich der ganz normale Pack, den man sich so auch kaufen kann zum Träufeln. Das haben wir hier drin. Wir haben hier quasi zweimal diese Oxalsäurelösung, 3,5%. Zweimal. Da muss ich jetzt mal schauen, welche ich davon schon aufgemacht habe. Warte mal, sieht man das so? Ah ja, okay, die hatte ich schon offen. Das war die, die ich am Mittwoch verwendet habe. Also tun wir die wieder zurück. Dann haben wir hier noch so Saccharosepulver, das braucht man nicht. Und wir hätten natürlich auch noch hier die Spritzen zum Aufziehen. Das wäre halt dann eigentlich für diese Träufelmethode. Ja? Also wenn man Oxalsäure träufeln will. Wie gesagt, wir machen es mit dem Vernebler. So. Fantastico. Also wie funktioniert das jetzt? Wir füllen das Ganze hier rein, beziehungsweise stopp, falsch. Wir machen hier auf, beziehungsweise das war jedes, was abgebrochen ist. Ja, hier zack, aufmachen. So, wir füllen das hier rein und zwar ja eigentlich so lang, bis quasi hier dieser Schwimmer so ein bisschen aufschwimmt. Das zeige ich euch dann gleich nochmal, wie das ausschaut. Dann machen wir das zu und dann machen wir Start. Genau, dann gehen wir wieder auf die Kamera nach vorne. Na gut. Probieren wir es nochmal. Also, jetzt war die Kamera gerade aus. Genau, machen wir es nochmal. Also, Oxalsäure habe ich eingefüllt hier in den Behälter und jetzt geht's weiter.
So, das Ganze lassen wir dann 4 Minuten laufen nach Gebrauchsanweisung. Dann machen wir uns quasi die Stoppuhr an. Okay, 4 Minuten sind hier oben, wir haben abgeschalten, jetzt kommt Volk Nummer 2 dran. Und zwar hier über den Fütterer mit dem entsprechenden dezentralen Aufstieg. Da machen wir das gleiche nochmal. Wir starten die Uhr neu. So, ich habe hinten bei der Varroa-Windel habe ich das Ganze noch mal ein bisschen abgedichtet, damit es wirklich komplett durch den Stock geht und dann vorne übers Flugloch geht. Ah ja, Fluglochkeil. So, und jetzt schauen wir mal, dass das da ordentlich durchnebelt. Machen wir ihnen das Loch ein bisschen größer, damit sie auch reinkommen. Gut, dann kümmern wir uns um Folge Nummer 3. Und mit dem hier verschließe ich jetzt hinten ein bisschen die Varroa-Schublade, dass eher vorne raus nebelt. Somit ist die Verpackung von dem OX-Vernebler auch noch zu was gut. So, keine Biene gequetscht, Deckel wieder drauf, Behandlung Nummer 2 erledigt. So, den tun wir auch wieder weg. Machen wir das hier wieder zu. Ach so, Blödsinn, Moment, stopp, wir wollten ja noch füttern. Wir wollten ja noch füttern. So, können wir gleich wieder aufmachen. Da war was. Das heißt, wir machen noch mal einen kleinen Umbau und dann bis gleich. So, genau. Also so als Futtermöglichkeiten eben hier diese Futterzarge, das nutzt also oder Futtertasche momentan ein bisschen missbraucht als Organizer. Da hier Fluglochkeil, dann habe ich hier meinen Stockmeißel drin. Falls ich doch mal gestochen werden sollte, so ein Biteaway-Teil, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mein Besen, dann habe ich da noch einen Cutter drin, aber das ist im Endeffekt Futtermöglichkeit Nummer 1.
Dann Futtermöglichkeit Nummer 2 wäre jetzt hier eben diese Wanne, die in eine Leerzarge eingesetzt wird. Haben wir hier ein paar Einzelteile, aber am Ende des Tages schaut es so aus. Ja, kommt hier quasi so Absperrschieber rein. Dann haben wir hier so ein Gitter, das legen wir da rein, so schräg, damit falls die Bienen da so runter marschieren, dass sie dann wieder rauskommen. Und dann haben wir hier nur so eine so Abdeckung, die kommt dann hier nur so drüber, dass keine Biene in die Futter, in das Futtersilo direkt kommt. Genau, dann konntest du da so unten einlaufen und das wird quasi in eine Leerzarge eingehangen. Und dann habe ich noch eine dritte Möglichkeit, den habe ich jetzt nur gerade noch nicht dabei. Das ist so ein Fütterer, den man quasi direkt aufsetzt. Genau, und dann schauen wir mal. So, gut. Also, auffuttern. Was machen wir jetzt damit? Das Ding machen wir mit der Futterzarge oben drauf. Dann Folg Nummer 2. Hoppala, machen wir damit. Leerzarge und Futtereinsatz. Ja, haben wir quasi hier unseren Futtereinsatz, wo wir dann quasi den Sirup zufordern. Deswegen habe ich jetzt auch schon die Fluglöcher eingeengt, damit die sie einigermaßen verteidigen können. Und Nummer 3 machen wir. So, wo habe ich es? So, wo habe ich es jetzt? Ah ja, da. Und Folge Nummer 3 machen wir klassisch mit einer Tasche. Und dann haben wir mal alle Varianten drin. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen, ja, ich meine, in 3-4 Tagen muss ich eh wieder her. Dann geht die dritte Varroa-Behandlung los. Wie gesagt, ich mache das in so einem Block. Alle 4 Tage einmal Varroa-Behandlung, insgesamt 5-mal. Und da schaue ich dann, dass ich jetzt mal ein bisschen das Futter kontrolliere. Genau. Genau, zufordern. Die haben wir hier mit so einem 30 Kilo Kanister Zuckersirup. Da haben wir jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Oh, leck mich, Alter. Und dann schauen wir mal. Dann Deckel wieder drauf. Und gut ist, und bloß nicht kleckern, weil sonst wäre es ekelhaft, gell? Oh, oh, leck. Ja, dann kommt der da rein, drehen wir um, dann haben wir nämlich mal alles ausprobiert, was so geht. Ja. Ach, weißt du was, den fülle ich jetzt erstmal vorne auf. Dann muss ich das Ding nämlich nicht so weit aufheben. So, das Ganze, ich zeige euch mal kurz, wie das ausschaut, dann so aus. Also, wir haben das Futter da drin, da ist ein Abtrennsheet, dadurch die Löcher kommen uns rauf und da mit dem Gitter können wir uns dann aufhören, abgraben. So, und das ist jetzt die ganz normale Futtertasche. Was machen wir damit? Und da hauen wir dann noch ein paar von diesen Schwimmsteinen rein, damit die Bienen quasi eine Möglichkeit haben aufzusteigen. Die schauen so aus. Ja, das sind diese Schwimmsteine. Die schmeißt man einfach nur rein und dann kommen die Viecher wieder raus. So. So, wieder auf.
Also jetzt machen wir die Befüllung, die machen wir jetzt außerhalb. Dann habe ich nämlich jetzt mal alle drei Varianten, die ich so am Start habe, mal ausprobiert. Okay, danke dir. Und Deckel wieder drauf. So. Natürlich ein bisschen weniger, aber ich meine, das sind ja auch weniger Bienen da drin. Jetzt sind das Sheet, würde ich sagen. Beziehungsweise nein, das packen wir hier mit rein. Und da schieben wir es dann. Genau, so. Ein paar von diesen Steinen da rein. Ach, und da machen wir da noch so einen kleinen Übersteig. Das können wir auch noch machen. So. So, dann haben wir da so einen Überstieg. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Den lassen wir da so neu fallen. Dann ist da nämlich zu. Gut, da machen wir Deckel wieder drauf. Dann war's das. Dann haben wir eingefordert, wir haben Rohr behandelt. Und jetzt schauen wir mal, wie es das ganze Futter annehmen. Schauen wir in 3-4 Tagen wieder rein und dann soll jetzt hier das ausgehen. Also, merci fürs Zuschauen, pfiat euch und ein schönes Wochenende, Tag, Abend und bis demnächst. Ciao!